Die Patch Notes sind raus vom 18.05.2022. Der Server ist noch down und es gibt einiges an Neuigkeiten. Also, legen wir los, schauen wir rein in die Patch Notes, aber erstmal mächtigen Schluck Kaffee, erstmal klarkommen um die Uhrzeit. Also, Patch Notes sind raus, übrigens super schicker Blick hier auf die alte Festung, mal ein bisschen ein ungewöhnlicher Blickwinkel, nicht schlecht. Wir gucken mal rein, was wurde denn geschrieben? Patch Notes 18.05. So. An den Gewässern der alten Festung, Bärensee und Bernsteinsee wurden Automaten zum Mischen von Futtermische hinzugefügt. Die Herstellung von Futter in einer solchen Maschine erfordert keine besonderen Fähigkeiten und alle Köderkomponenten sind immer auf Lager. Also, da haben wir doch schon mal jetzt endlich diese Futtermaschinen. Bedeutet also, hier wird darauf eingegangen, dass Spieler mit wenig Spielzeit und vielleicht doch dem Wunsch auf mehr Fortschritt in kürzerer Zeit, dass die eben die Fähigkeit kriegen oder die Möglichkeit haben, auf Fähigkeiten zuzugreifen, für die man sonst relativ lange halt auch leveln müsste. Dann gibt es hier den nächsten Punkt. An den Gewässern Kuori, Achtuba und Tunguska können handgefertigte Kunstköder erworben werden. Also diese ganzen Balsa-Minnows, Balsa-Köder, die immer so gut funktionieren. Auch das ist natürlich, ja, ein Vorgreifen sozusagen auf das lange und wirklich auch teure Skillen der Kunstköderherstellung. Wenn man das dann natürlich schon sich vorher kaufen kann, dann kommt man da natürlich auch deutlich schneller und deutlich besser mit vorwärts. Oder es gibt halt eine große Community und man tauscht sich da eben untereinander aus. Ja, das sind quasi jetzt diese beiden Automaten, diese beiden Automatenarten. Sobald wir einloggen können, schauen wir natürlich auch... Na, das ist doch gut. Schauen wir natürlich auch, wie die aussehen und wo die stehen. Das ist ja perfekt. Ja, und wir sind tatsächlich auch direkt am Koori. Sehr gut. Das ist ja perfektes Timing. 1:12. Ein Traum, sehr gut. Da bin ich ja jetzt gespannt. Und da soll es ja dann gleich den Kunstköder-Automaten geben. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Da gehen wir natürlich gleich Stück für Stück noch drauf ein. Gucken wir mal genau. Bei der Kunstköder-Herstellung, wenn man das dann doch mal von Hand aus machen will... Was ja, wie gesagt, auch sehr teuer ist, aber was natürlich auch der, ich sag mal, der normalste Weg ist sozusagen, wenn man das Game einfach so über das ganze normale Skillen und so dann spielt, dann, ich guck gerade, wo der Automat sein kann. Dann braucht man bei der Kunstköderherstellung jetzt keine kleinen Haken mehr verwenden. Das ist super gut. Weil das mit den Haken doch schon immer ein bisschen räudig war. Ist das dieser hier? Das ist dieser, ja. Guck mal, haben sie hier so einen kleinen Pflasterweg gemacht. Von der Landzunge aus hier, diesen Bereich. Sehr gut mit eingebunden. Und dann kommt man hier sehr gut zu den Automaten. Gehen wir mal rein hier. Handgefertigte Kunstköder. Zack. Und da sind wir drin und es geht los mit den ganzen Spinnern. Auch da schon ein vernünftiger Haken drauf, ist das richtig? Trebe 4. Ja, einigermaßen vernünftiger Haken, doch. Doch, das ist doch schon vernünftige Qualität. Hier wirkt der ein bisschen klein, der Einser. Und dann auch sämtliche... Blinker, die ganzen Topwater, genau. Die Jerkbaits, die ganze Serie. Und die Jerkbait-Wobbler, die müssten in zwei Größen, jawohl, 72 Gramm, 62 Gramm. Und da sind dann auch 2 Nuller bzw. 4 Nuller Haken.
Ja, ich würde sagen, die Hakengrößen sind da doch ganz vernünftig. Und natürlich auch sehr günstig im Einstiegsbereich die Schaumgummifische. Und das sollte dann wahrscheinlich auch alles, sieht man das irgendwo in der Qualität? Das sieht man vielleicht hier unten dran. Hier sieht man jetzt natürlich keine Herstellungsqualitäten. Beim selber Herstellen hat man dann eben Qualitäten von... Oh, mir fehlt einer, sehe ich gerade. Siehst du mal. Herstellungsqualitäten von, weiß nicht, mal 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10. Und die werden dann höchstwahrscheinlich natürlich die höchste Qualität haben. Hier sieht man es auch, wie gesagt, an den Sternen. Ha, ja gut. Also für mich, ich muss wirklich sagen, schöne Übersichtlichkeit natürlich auch. Alles drin. Siehst du, mir fehlt hier noch ein zweiter schon. Da muss ich doch direkt mal in der Community fragen, wer das geskillt hat und nochmal sowas herstellen kann. Affengeil. Ja, das Ganze, dem einen oder anderen wird es natürlich direkt aufgefallen sein, funktioniert alles nur über Gold. Ist das verwunderlich, dass das über Gold läuft? Nee, eigentlich nicht, oder? Absolut verständlich, dass das über Gold läuft und dass man sich die Dinger nicht mit Silber kaufen kann. Denn würde man das hier jetzt alles mit Silber kaufen können, würden die Berufe, die Köderbeschaffung bzw. Angelfutterzubereitung, darum geht es ja gleich noch, und Kunstköderherstellung, würden ja quasi überhaupt keinen Sinn mehr machen. Und dazu kommt, alle Spieler, die hier Stunden und Wochen und viele, viele Tausend, zigtausend Silber rein investiert haben, hätten ja quasi alles umsonst gemacht. Wäre also ein richtig mieser Move gewesen, würden jetzt auf einmal hier Automaten reinkommen, die das Ganze auf einmal komplett zunichte machen, weil man sich auf einmal die Köder ganz entspannt einfach mit Silber kaufen kann. Von daher war es von vornherein ja eigentlich schon klar, dass die Köder an diesen Automaten dann mit Gold zu kaufen sind. Für die Kunden, für die Angler, die quasi auch einfach keine Zeit haben, um irgendwie das zu skillen, die vielleicht einfach mal am Wochenende entspannt ein bisschen angeln wollen, weil sie die ganze Woche irgendwie hart unterwegs sind. Und dann gönnt man sich halt vielleicht mal für einen Fünfer ein ganzes Paket an verschiedensten Kunstködern und geht dann angeln. Kommen wir zu den nächsten Patch Notes. Wo geht's denn weiterhin? Jetzt sind wir ja hier schon an diesem schönen Gewässer. Eigentlich müssen wir uns gleich noch den Futterautomaten angucken. Aber wir schauen noch mal eben rein, was da noch weiter drinne steht. Ah, und das ist natürlich auch richtig praktisch. Denn da steht drinne, dass das Reisemenü geändert wurde. Da bin ich auch sehr gespannt. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Oha, sehr schön, übersichtlicher, sehr gut. Macht direkt einen größeren, komplexeren Eindruck. Sehr, sehr gut. Und dann steht drinne, es besteht nun die Möglichkeit, unbefristet und unbegrenzt Zugang zu einem Gewässer zu erwerben. Das heißt, Einmalkauf, höchstwahrscheinlich wieder mit Gold. Klar. Der Kauf eines solchen Zugangs hebt die Levelbegrenzung auf und storniert die Reisekosten zum Gewässer. Auch richtig gut. Auch durchaus eine Option, auch da natürlich wieder das Öffnen sozusagen des gesamten Spiels für Spieler, die auch nicht so die Zeit haben und sagen, Alden, ich gönne mir jetzt aber, sobald ich kann, eine dicke, fette Route, ich will auf Stör angeln und dann gönne ich mir auch den Zugang zu Achtuba und dann gehe ich Stör angeln, Alter, weil da habe ich Bock drauf. Also gönnt man sich das, zack, holt sich, sobald man halt kann, ein hochwertiges Setup und geht dann da ans Wasser und gibt Gas. Der natürlich bessere Weg, und das sagt an RF4 auch später noch, der bessere Weg ist es natürlich alleine hier für den Kopf und für den Skill, wenn man einfach Stück für Stück die Level durchgeht, die Gewässer durchgeht, Erfahrung sammelt und dann mit der Erfahrung und dem besseren Setup dann Stück für Stück an die hochwertigeren und schwierigeren Gewässer geht
und dann die dicken Fische erst rauszieht. Wird später noch explizit von R4 auch in den Patch Notes gesagt. Und auch da wird nochmal gesagt, haltet euch an die Communities. Da wird einfach viel auch informiert, wie die besten Wege sind. Da gibt es einfach sehr viel erfahrene Angler, die den ganzen Mist auch schon durchgemacht haben. Ja, dann gucken wir nochmal weiter rein. Dann gibt es nochmal Informationen zu den allgemeinen Chaträumen. Die allgemeinen Chaträume stehen wieder frei zur Verfügung. Sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch was Gutes für alle italienischsprachigen. Das ist natürlich super. Erstmal wurde die Region Italien mit hinzugefügt und auch die Einstellungsmöglichkeit auf Italienisch im Game. Das ist natürlich richtig gut. Das hilft wahrscheinlich auch vielen, dass das dann auch auf Italienisch einzustellen ist. Da hatten wir ja selbst ein paar Streamer in der Vergangenheit, die dann auf Italienisch auch gezockt und gestreamt hatten. Sehr schön, das freut mich natürlich. Ja, und im Nachhinein gibt es dann noch eine kurze Zusammenfassung von RF4, vom R4-Team, die dann eben zu den ganzen Punkten eben nochmal kurz etwas schreiben und eben auch dazu sagen, ja, das oder warum das eben alles so gemacht wurde. Das hatte ich jetzt ja im Großen und Ganzen auch schon zusammengefasst. Wir schauen uns jetzt natürlich noch einmal diese Futtermaschine an. Dazu gehen wir mal an den Bärensee. Und am Bärensee erstmal wieder drauf klarkommen. Am Bärensee, so, einfach hinreisen. Perfekt. Am Bärensee ist es natürlich auch immer ganz klassisch so gewesen. Immer wieder die Schwierigkeiten, dass man da auf einmal kein Futter mehr hatte, weil da gibt es ja keine Shops. So, jetzt stehen wir hier in der Pampas. Haben sie das hier mit dem Laden? Haben sie das mit dem hier gemacht? Ja, haben sie. Auch gut. Zack, Spot on. Nee, Spot ist zu hell. Also, sehr, sehr schön. Die kleine Karre. Futtermische. So, gehen wir also mal rein und gucken uns auch das an. Okay. Also auch hier fix und fertig. Stringer auch mit drin. Normale Futtermische. Okay, das ist die Random-Möglichkeit, Futtermische herzustellen. Man kann sie benennen, das ist gut. Wenn man jetzt zum Beispiel hier... Nehmen wir mal die Himbeer, die letzte Trophy-Futtermische, die ich verwendet habe. Anzahl, ich hätte gerne einmal diese Mische. Die Basis war Mais. Dann hatte ich drinne diese Feed Pellets. Feed Pellets Preiselbeere waren zweimal drin. Sind auch sofort da. Das ist natürlich praktisch. Also auch da die ganzen Mischen, die ganzen Komponenten. Und dann war das Himbeer als Feed Pellets. 16er und 12, jawohl. Das ist natürlich schon gut. Ohne dass man da auf irgendwas achten muss. Und als Aroma war das, glaube ich, Preiselbeergewürze heißt es hier. Preiselbeer und Gewürze? Heißt das nicht oder hieß es nicht? Preiselbeer und Kräuter? Hier ist sie. Preiselbeer und Gewürze. Hieß es nicht noch Kräuter? Naja, wir haben ja das letzte Video, da stelle ich die Mische ja auch nochmal vor. Ah, es wird auch gespeichert, also quasi genauso wie die Verwendung und der Name ist genauso wieder weg, wenn man wieder rein und raus geht. Aber ist quasi exakt die gleiche, hat die gleiche Art und Weise, reagiert genauso wie wenn man es selber herstellt. Und dann stellt man das jetzt her für 0,30 Münzen. Ist nicht so ganz wenig, würde ich sagen. Ist nicht so ganz wenig für ein so ein, ne, beziehungsweise was sind es? 30 Stück. Gesamte Portion 60 Stück. Okay, 60 Mischen. Ja, doch, müsste eigentlich passen. 60 Mischen, wenn ich das jetzt gerade umrechne, vielleicht mal aufs Brassenangeln oder sowas. Da kann man, sagen wir mal, 2 bis 3 Nächte mit Brassen angeln. Ja, ist glaube ich, okay vom Kurs.
Futtermische, gehen wir hier nochmal auf was anderes ein. Wähle zwei Materialien mindestens. Nehmen wir hier auch mal eine Basis. Ich baller jetzt mal hier einfach irgendwas zusammen. Ich weiß nicht, ob das komponentenabhängig ist. Ist es anscheinend nicht. Und dann machen wir noch ein Aroma rein. Auch hier 60 Portionen. Kostet 59. Und das kann man dann ja später auch mit dem PVA kombinieren. Und das kostet dann... Nee, das kostet dann nicht extra. Okay. Das ist gut. Das heißt, man kann auch direkt ein PVA herstellen. Nehmen wir jetzt mal das ganz große, was ich ja jetzt zuletzt für die Amure hatte zum Beispiel. Dann mit den Mais und dann eben mit den verschiedenen Komponenten. Also das heißt, man könnte jetzt quasi diese komplette Mische direkt auch als PVA herstellen. Und da gucken wir jetzt natürlich nochmal eben kurz rein. Ändert sich das? Ja, also je Komponente wird der Preis dann eben teurer. Ja. Und das heißt, wir kommen dann mit einem kompletten PVA. Okay, das ist ein ganz fairer Kurs, glaube ich, für 36 großes PVA. Also Anzahl ist ja quasi auch immer gleich. Wir haben jetzt hier entweder 30 Stück oder hier eben 12 Stück. Hiervon verwendet man ja dann deutlich weniger. Hiervon mehr und die kann man, glaube ich, die ganze Zeit schon fast drauf lassen, die kleinen. Aber das ist doch eine ganz faire Kombination. Ändert sich das auch, wenn ich was anderes dran mache? Wir waren gerade bei 36. Gehen wir mal runter auf andere Komponenten. Wie wäre es hier mal? Zuckmücke gibt es doch hier als kleines. 29, okay. Auch da sind die Komponenten also entscheidend. Wenn wir hier zum Beispiel noch Lehm nehmen. Und dann nehmen wir hier nochmal Mais. Kommen wir tatsächlich, das ist normales Maisfeeds, okay. Deutlich günstiger dann mit den unterschiedlichen Komponenten entscheiden wir dann auch über den Preis. Auch das absolut fair. Ja, also, im Großen und Ganzen war es denn jetzt verwunderlich, dass, wenn sowas eingeführt wird, dass das mit Gold zu bezahlen ist? Nee. Natürlich war es nicht verwunderlich, denn man will ja auch das Game nicht kaputt machen, dadurch, dass man jetzt quasi diese ganzen Funktionen konterkariert und sagt, die sind jetzt völlig unnütze, völlig überflüssig. Warum hast du auch so viel Köderbeschaffung geskillt, beziehungsweise Angelfutterzubereitung? Blödsinn, Kunstköderherstellung, Blödsinn. Kauf sie doch jetzt einfach im Shop. Easy. Also natürlich war es so, das oder abzusehen, dass die Komponenten irgendwann auch nur mit Gold zu kaufen sind. Im Großen und Ganzen, denke ich, ist das ein guter Weg. Zum einen natürlich für Spieler, die schneller vorwärts kommen wollen. Dafür gibt es natürlich dann auch diese Funktion mit dem Schnellreisen. Auch das, auch von der Übersichtlichkeit, finde ich das sehr, sehr gut. Ist noch ein bisschen Platz hier unten. Das heißt, das sieht schon so aus, als ob da dringend neue Gewässer ran müssen. Sehr, sehr geil. Und ja, im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg, ein Win-Win für beide. Zum einen natürlich auch für die Firma RF4, zum anderen natürlich auch für die Spieler, die wenig Zeit haben und die Spieler, die das Spiel eh einfach genießen wollen und sich die Zeit gönnen in dem Spiel, die zocken eh über den Silberweg und haben damit gar nichts am Hut. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren für die nächsten Videos und Tutorial-Videos. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.